Also wenn ich eins von diesem Erotikromantrend im Moment gelernt habe, dann ist es das. Falls ihr jemals einem gut aussehenden, naja, unheimlich gut aussehenden, jungen Multimilliardär begegnet, rennt um euer Leben. Nach Shades of Grey habe ich mir ja vorgenommen, einen riesengroßen Bogen um diese ganzen komischen, neuen, trendigen Erotikromane zu machen. Aber ich habe Crossfire von Sylvia Day gewonnen. Ich habe es natürlich gelesen und deswegen muss ich euch jetzt mit meiner Meinung dazu nerven. Worum geht es? Es geht um Eva, die nach der Uni nach New York zieht. Das heißt, sie ist das erste Mal allein in einer Großstadt und hat ihren ersten Job in einer Werbeagentur. Und am Tag, bevor sie anfangen soll zu arbeiten, will sie sich schon mal das Gebäude anschauen. Und dort fällt sie wortwörtlich Gideon Cross vor die Füße. Gideon Cross ist ein sehr junger, sehr, sehr erfolgreicher Multimilliardär, der im gleichen Gebäude arbeitet, weil ihm gehört das Gebäude, wie scheinbar auch halb New York. Und die beiden fühlen sich sofort zueinander hingezogen. Deshalb dauert es auch nicht lange, bis er ihr ein unmoralisches Angebot macht, was Eva natürlich erstmal ablehnt. Ihr ist nämlich sofort klar, dass dieser Gideon Cross nicht gut für sie ist. Tatsächlich wäre es aber langweilig, wäre die Geschichte dann schon zu Ende und ihr könnt es euch denken, sie nimmt das Angebot an und ab da beginnen die ganzen Komplikationen. Denn Eva fallen Beziehungen sowieso recht schwer, sie wurde in ihrer Kindheit missbraucht und deswegen hat sie schon leichte Beziehungsprobleme, was ja verständlich ist. Und als sie sich dann ausgerechnet auf den komplizierten Gideon einlässt, kann das natürlich nur ins Chaos führen. So viel eigentlich zum Inhalt. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ihr könnt es euch vorstellen, es ist eben ein Erotikroman. Und er ist schon gerade am Anfang Shades of Grey sehr, sehr ähnlich. Man hat das Gefühl, es geht irgendwie immer um reiche Typen, die sich ein unschuldiges oder naives oder unerfahrenes Mädel angeln und total verderben. Aber gut, Eva ist nicht ganz so naiv, wie man das aus Shades of Grey kannte. Von daher ist das schon mal recht angenehm zu lesen. Außerdem fand ich sehr, sehr angenehm, dass Sylvia Day einen wirklich schönen Lesefluss bietet mit ihrer Art und Weise zu schreiben. Man hat nicht das Gefühl, es ist holprig oder nervig, wie man das ja bei Shades of Grey teilweise hatte, mit der inneren Göttin, die dauernd zu der Protagonistin gesprochen hat, was so ein bisschen war. Das gibt es hier nicht. Halleluja! Trotzdem ist es teilweise ein bisschen ungewollt komisch. Zum einen, eine Stelle, die werde ich glaube ich nie vergessen, beschreibt Eva Gideon und sagt über ihn, er würde sich mit animalischer Anmut bewegen. Ich weiß nicht, was ihr euch unter animalischer Anmut vorstellt. Ich hatte irgendwie keine Vorstellung davon. Vermutlich soll er, weiß ich nicht, schleichen wie ein Tiger oder... Nein, ich habe keine Ahnung. Ich muss auch irgendwie die ganze Zeit jetzt an einen aufgeplusterten V denken, der durch die Gegend stolziert. Also das finde ich weniger sexy als verstörend. Aber gut, solche Stellen gibt es hier auch. Da hat man wenigstens was zu lachen zwischendurch. Ansonsten finde ich schon mal ganz gut, dass die Charaktere ein bisschen mehr Tiefe bekommen. Also man hat allein schon durch Evas Hintergrund, durch ihre Geschichte, das Gefühl, dass Sylvia Day sich Gedanken gemacht hat über ihre Protagonisten. Und da auch noch ein bisschen mehr rausholen wollte als einen einfachen Erotikroman. Ebenfalls total interessant an dem Buch fand ich das Dramapotenzial. Ich weiß nicht, wie viele Leute von euch Soaps gucken oder geschaut haben. Also ich habe mit 12 und 13 so, da war meine GZSZ-Zeit. Und wenn man Crossfire liest, dann hat man echt das Gefühl, man sitzt wieder vor dem Fernseher und guckt eine Soap. Denn so viel Drama kann es in der Realität gar nicht geben. Also da gibt es wirklich Szenen, wo sie einfach einen dramatischen Abgang macht und er muss hinter ihr herrennen und dann kommt es zum Showdown. Natürlich in der Öffentlichkeit, wo sie im Park stehen und sich streiten und es fliegen die Fetzen und sie knallt ihm eine und dann am Schluss vertragen sie sich natürlich trotzdem wieder. Und es ist, weiß nicht, es kam wirklich sehr, sehr viel Drama drin vor. Man hatte zwischendurch schon das Gefühl, gut, die Ex-Freundin ist aufgetaucht. 3, 2, 1... Drama! Und das war eigentlich ziemlich witzig, ehrlich gesagt. Also ich bin normalerweise nicht so die Drama-Queen, aber ab und zu ist das wirklich ganz lustig. Man fühlt sich doch stark an die guten alten Zeiten erinnert, weil so einen Scheiß
den gibt's einfach im wahren Leben nicht. Also so übertrieben auf irgendwas zu reagieren, das fand ich schon sehr witzig. Und ich glaube, wer da Spaß dran hat oder wer zumindest sich mal wieder nach ein bisschen Drama in seinem Leben sehnt, der ist mit Crossfire ziemlich gut bedient. Tja, was mich jetzt an dem Buch eigentlich gestört hat, war im Prinzip, dass es tatsächlich ein Erotikroman ist. Ich weiß gar nicht so genau, wie ich das erklären soll. Aber ich finde, Sylvia Day hat sich mit ihrer Geschichte so viel Mühe gegeben. Sie hat ja so viel da herausgeholt bei den Protagonisten, bei den Hintergründen dieser Leute, wie sie handeln, warum sie handeln, wie sie es nun mal tun, dass eigentlich es schon schade ist, dass das Ganze zu einem Erotikroman degradiert wurde. Einfach nur, weil Erotikromane im Moment in sind. Ich denke, ohne diese unglaublich erzwungenen, ständigen Sexszenen wäre das Buch noch mal viel, viel besser, als es jetzt eigentlich ist. Denn so hat man wirklich das Gefühl, naja, sie hat es eben geschrieben, weil es gerade in ist und deswegen konzentriert sie sich darauf. Das Ganze ist auch so, dass das gesamte Buch über eigentlich das Thema Bondage, Sadomaso, überhaupt keine Rolle spielt. Und dann relativ, ich sag mal, im letzten Drittel taucht das plötzlich auf, nur um wieder, ich weiß nicht, den Faden zu Shades of Grey zu ziehen. Ich habe keine Ahnung. Das empfand ich als total nervig. Ja, schade. Sylvia Day hätte gut einen ganz normalen Roman schreiben können. Und da wäre das Buch noch immer viel interessanter gewesen, als es jetzt so war. Naja, insgesamt habe ich aber trotzdem tatsächlich 4 von 5 Sternen vergeben. Ich bin von mir selber fasziniert. Und ich würde auch voll gerne wissen, wie es weitergeht. Das zweite Buch steht schon auf meinem Wunschzettel. Denn irgendwie interessieren einen die Charaktere dann doch. Man möchte wissen, wie verkorkst sie jetzt eigentlich wirklich sind und warum. Denn auch Gideon hat ein Geheimnis. Ich möchte jetzt natürlich nichts verraten, keine Spoiler hier. Aber man will auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht. Und von daher fand ich Crossfire jetzt gar nicht so schlecht. Wer also vielleicht Shades gelesen hat und dachte, oh Gott, dieses Buch ist einfach nur nervig, dem kann ich das hier empfehlen, denn der Schreibstil ist besser, die Charaktere sind schöner ausgearbeitet und auch die Geschichte ist viel interessanter. Wenn sie auch am Anfang Shades of Grey sehr, sehr ähnelt und immer wieder versucht, irgendwie die Brücke dahin zu ziehen. Das muss man, glaube ich, einfach getrost ignorieren, dann kann man an dem Buch auch Spaß haben. So viel zu meinem Sonntagsvideo diesmal. Ich weiß, es ist sehr kurz und es ist nur eine Rezension, aber wir sehen uns ja schon nächsten Mittwoch wieder, da gibt es dann den neuen Vlog. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich eine schöne Woche, ein schönes Wochenende noch und macht's gut. Genau, und eins möchte ich noch in eigener Sache sagen. Ich glaube nur noch bis zum, was war denn das, 23. oder so? April gilt die Abstimmung beim Webvideopreis. Da habe ich ja in der Kategorie Newbie mich mit einem Video beworben und ja, ihr Zuschauer, die mich abonniert habt, die mich gerne schauen, ihr habt es in der Hand, ob ich vielleicht sogar nominiert werde. Der Webvideopreis ist nichts, wo man einen Geldbetrag gewinnt oder so. Es geht eigentlich wirklich nur um diese Symbolik, dass man ja, ein gutes Webvideo produziert hat. Und ich habe mit Lesende Frauen mich beworben. Ich weiß, viele von euch haben mich schon unterstützt und ich danke euch sehr herzlich dafür, das war richtig nett von euch. Aber falls ihr es noch nicht gemacht habt, würde ich mich freuen, wenn ihr nochmal unten in der Videobeschreibung steht, der Link dahin, draufklicken könntet und dort ist dann erklärt, ihr müsst entweder bei Facebook auf Like klicken oder es bei Twitter teilen oder posten oder ich glaube bei Google Plus kann man es auch liken. Und ja, ich würde mich da sehr, sehr drüber freuen, wenn wir es vielleicht zusammen schaffen, dass ich nominiert werde. Denn je mehr das Video geteilt und geliked wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nominiert wird. Puh, Werbung in eigener Sache. Ich komme mir total schäbig vor. Egal. Jetzt wirklich. Tschüss.